Ja, hallihallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer. Diesmal ausgesucht habe ich aus der Lost Lands-Reihe den Dunklen Meister und es ist tatsächlich das erste Spiel dieser Reihe. Und ich hoffe, dass uns eine Menge Spielspaß erwarten wird. Ich fand den Trailer auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wenn es tatsächlich das verspricht, was es oder das hält, was es versprochen hat, dann kann es durchaus sein, dass wir die ganze Reihe durchspielen werden. Das weiß ich jetzt aber noch nicht genau. Das lasse ich erstmal auf mich zukommen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und ich hoffe, dass die Musik nicht so laut ist. Ich bin mir da gerade noch nicht so sicher. Ich glaube, ich mache sie mal vorsichtshalber ein bisschen leiser. Effekte. Machen wir mal so. Und ich nehme natürlich hier wieder den Systemzeiger. Speicherdaten nicht in der Cloud speichern. Weil das Problem ist mit der Cloud, das ist, ja, wenn man dann irgendwie nochmal neu anfangen will oder so, das ist alles immer gespeichert. Gerade mit der Musik am Anfang, mit der Einführung. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ach ja, da war ja noch was. Okay. Zeige Schauplätze auf der Karte, bla bla bla, normal, Aufgaben, Schauplätze auf der Karte. Immer doch normal. Immer mutig. I understand, but I can't come tomorrow. I need to take my son to the dentist. So wird man also seine Kinder los. Hänsel und Gretel der modernen Art. Und wieso habe ich jetzt schon wieder diesen komischen Zeiger? Nein, jetzt speichert der mir schon wieder in der Cloud. Moment mal. Ah nee, das macht er nicht. Okay, dann übernehme jetzt aber bitte meinen Systemzeiger. Fortfahren natürlich. Ja, der kleine Jimmy ist von einem Baum weggezogen worden. Erst angelockt und dann weggezogen. Ja, ja. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir unseren Sohn wiederbekommen. Oder ob wir das vielleicht gar nicht wollen. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Geh erstmal ans Lagerfeuer. Vielleicht ist ja schöne Tasse Kakao mit ein paar Marshmallows. Puh, der Knoten ist aber fest zu. So bekomme ich ihn nicht auf. Na, mit der Schaufel, die wir haben, leider auch nicht. Das Auto können wir schon mal nicht. Hier liegt ein Messer. Oh, das war's schon. Ich hätte ja vermutet, wir rennen gleich hinterher, aber anscheinend nicht. Wir gehen erstmal angeln. Hier kann ich nicht lang, aber hier liegt was. Ein Frosch. Ups. Da unten ist etwas, aber wie komme ich dran? Nehmen wir doch die Angel. Eine Holzscheibe, okay. Ansonsten scheint sich hier nicht weiter was zu verstecken. Und das scheint der Baum zu sein, der unseren Sohn eingezogen hat. Einige Holzscheiben fehlen. Na, den buddeln wir doch mal.
Wir haben ja Zeit. Das Kind ist ja so oder so weg, da kann man auch mal in Ruhe graben. Stelle das Bild wieder her, tippe auf die Holzscheiben, um sie in eine freie Aussparung zu bewegen. Mit dem Pfeil am Rand kannst du die Scheiben in die richtige Position drehen. Ja. Oh Gott. Kann kaum was erkennen. Ah, man kann sie also tauschen. Also hier oben ist auf jeden Fall ein Vogel. Immer den da. Okay, der passt schon mal nicht. Gut zu wissen. Aber der hier passt. Oder so. Ja, der passt. Nee, du darfst da mal drin bleiben. Okay, die Rehfamilie haben wir schon mal zusammengeführt. Auch sein, dass der dahin kommt. Oder auch nicht. So wird das also auch nichts. Den hatte ich da ja schon, ne? Warte mal, ich pack mal die Eule dahin. Also die Eule möchte da auch nicht hin. Na, wer hätte es gedacht? Okay, das ist schon mal richtig. Juhu. Stehe ich wenigstens nicht ganz als kompletter Idiot da? So, dann müssen wir nur noch die beiden vertauschen. Oder auch nicht. Es guckt nach oben. Okay, der Baum hat uns also gleich mal mit rübergezogen. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Und warum kann unser Sohn fliegen? Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Ja, es sieht aus, als wäre hier eine kleine Stadt. Und es ist jetzt nur eine Vermutung, aber es könnte durchaus möglich sein, dass wir vielleicht geschrumpft sind. Ich frag mal eben. Ja, oder auch nicht. Ich darf keine Zeit verlieren. Dieser schwarze Rauch hat meinen Jimmy mitgenommen. Ich muss hinterher. Ja, wir gucken uns aber trotzdem erstmal um. Obwohl der Türklopfer ist. Ich mag das ja, so kleine
Häuschen in Bäumen drin. Ich muss der armen Eule helfen. Ja, die ist niedlich. Das machen wir. Mal gucken, wie. Neuer Auftrag, Hängebrücke. Dieses Ding ist mit Jimmy über die Brücke entschwunden, aber leider kann ich ihm nicht folgen. Ich muss erst die Brücke ins Gleichgewicht bringen. Okay, da fehlt also auf jeden Fall noch ein Gewicht. So, können wir die... Können wir. Oh, ist die süß. Komm mit. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Willkommen im Wald der Glühwürmchen, Reisende. Was auch immer dich hergebracht hat, sei auf der Hut. Unsere Welt, die Welt der verlorenen Inseln, ist in Gefahr. Das Böse ist aus seinem Schlaf geweckt worden und bedroht alles hier. Uns bleibt keine andere Wahl, als unsere Heimat zu verlassen. Denk dran, es ist ganz nah. Okay, wir sind im Land der Glühwürmchen. Hier fehlen natürlich mal wieder ein paar Sachen. Oder? Ja, ich glaube, in dieses Schloss gehören insgesamt 12 farbige Scheiben. Da ist schon mal ein Gewicht. Unter dem Fels ist etwas, aber es ist leider zu schwer für mich. Was haben wir denn hier? Vielleicht funktioniert dieses Ding ja, wenn ich alle Kristalle einsetze. Hätte ich das gewusst, hätte ich welche mitgebracht. Ah, okay. So wird es dann also funktionieren. Kommen wir hier rein. Natürlich noch nicht. Können wir die Eule da reinsetzen? Ah, nö. Diesen Gegenstand kann ich hier nicht verwenden. Oh, ist aber gemein. So, Eule ist doch kein Gegenstand. So, hier ist schon mal ein Gewicht. Bitteschön. Da fehlt immer noch der Türklopfer. Und hier ist immer noch die Schrift. Okay, müssen wir weiter da lang. Vielleicht kann man ja die Eule irgendwo hinfliegen lassen. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, wohin. Mir eigentlich eine Karte? Nee. Wir haben keine Karte? Ach du meine, das können wir eigentlich sammeln. Tannenzapfen auf jeden Fall. Ringe. Monsterschädel, keine Ahnung. Und irgendwie Schneckengehäuse oder so. Okay, da muss ich mal drauf achten. Kann ich eigentlich noch zurück? Nee, natürlich nicht. Verdammt. Ich vergesse das oftmals, wenn ich eine Sammeledition habe, dass man da extra Objekte sammeln kann für besondere Auszeichnungen und dann kann man bestimmte Sachen freischalten. Sieht aus wie eine Laterne oder ein Käfig. Können wir da vielleicht Eule reinpacken? Aber leuchtet die dann? Ich vermute mal nicht. Okay, hier ist schon mal ein Dolch. Vielleicht kann man ja da diesen Stofffetzen abmachen. Nee, kann man nicht. Okay. Achte mal gerade auf irgendwelche Sonder. Ah, da oben im Baum hängt etwas. Bitte, Eule. Hole uns doch mal den Schlüssel. Das ist bestimmt der Türöffner. Ah, der Türknopf. Klopfer. Sehr schön. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Oh, wie süß. Und 1,20 groß und Schuhgröße 48. Unglaublich. Greetings. My name is Uri. I haven't met any people here in a long time. You say something took your son over the bridge. Then you need to hurry.
The forest is large, and if you don't start searching right now, you could lose him forever. I'll help you. Try fixing the bridge for now. In the meantime, I'll climb up the tree. Maybe I'll be able to see something from the top. And take this map. It'll help you find your way in our wilds. Ach, herrje. Aber schön, wir haben eine Karte bekommen und das scheint ein großes Abenteuer zu werden. Wie die Karte aussieht. Ich guck mich erstmal hier um. Auf der Kiste fehlen einige Drachenelemente. Öl kann man immer gebrauchen in Wimmelbildern. Und wir haben unser erstes Wimmelbildspiel. In der Ecke ist es zu dunkel, ich brauche Licht. Sehr schön. Ist hier noch mehr? Ich glaube, das war's. Nee, wir können da noch mal ran. Okay, vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal. Der Griff des Schrankes ist weg. Ohne ihn bekomme ich ihn leider nicht auf. Und gut, dass wir gerade einen gefunden haben. Hier ist erstmal eine Schraube. Fehlt natürlich auch einiges, ist klar. Bolzen. Wenn wir hier ein Stück Stoff abschneiden. Nee, können wir nicht. Das scheint ein rundes Mosaik zu sein. Ich muss die fehlenden Teile finden. Wer hätte es gedacht? Aber den Sack können wir jetzt aufschneiden. Gibt's hier noch mehr? Okay, fehlt noch was. Die Decke ist eigentlich nicht so hoch. Trotzdem komme ich nicht heran. Ich brauche ein Hilfsmittel. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Zwille. Hier ist sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Nee, nicht raus. Also beim Schiff können wir noch was machen. Wir können überall eigentlich noch was machen, aber... Aber was? Weil die habe ich ja noch nicht, die Gegenstände. Können im Prinzip eigentlich nur irgendwo hier versteckt sein. Aber wo? Aber wie? Kommen wir da jetzt ran? Oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay, hier haben wir eine Schleuder. Bumm. Und das ist ein rundes Bildfragment. Einen Drachenkopf haben wir bekommen. Ah, okay. Ich dachte gerade, hä, was ist das für ein komischer toter Vogel? So, was kann man denn hier machen? Die Herrin des Sees ist sehr scheu und zeigt sich selten jemanden. Aber es gibt eine Möglichkeit, sie aus der Reserve zu locken. Die Herrin des Sees liebt den Geruch einer ganz bestimmten Mixtur. Laichkraut, Baumpilze, ein getrockneter Zweig,
Die Wurzel einer Stinkblume, einige Tropfen Baumblut, eine Seerose aus unserem See. Sobald die verzauberte Seerose auf dem Wasser schwimmt und ihr Aroma verströmt, wird die Herrin des Sees erscheinen. Aber belange sie nicht ohne einen guten Grund. Gut, jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Mein Duft wäre es jetzt, glaube ich, nicht. Mhm. Gut, wir haben aber noch nicht ein Stückchen davon. Aber das kann ich schon mal mitnehmen. Ein Gewicht. So, hier fehlten ja auch noch ein paar Sachen. Wollen wir hier noch irgendwas machen? Moment, da lag doch noch was auf dem Teppich oder unterm Teppich. Und es fehlt das Mittelteil. Nee, ich bin zu weit, glaube ich. Moment. Ja. Nee, wo war denn das mit der Brücke und dem Gewicht? Okay, haben wir auf jeden Fall schon mal den Drachenkopf. Quietsch, quietsch. Aber ich würde sagen, bevor wir da reingehen, warten wir die nächste Folge ab. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gefällt mir das Spiel bislang wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.